Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge LS19 auf der Map Sibbersusum. Ich glaube, ich habe im letzten Part auch wieder LS17 gesagt. Oh, ich muss das noch reinkriegen. So, wo waren wir? Wir sind dabei, eine Mission zu machen. Also die Helfer machen gerade die bisschen eher die Mission. Wir machen unser Feld weiter, weil das dauert doch ein bisschen länger als gedacht. Und der Drescher, der kommt uns gerade entgegen. Ich weiß gar nicht, wie voll der ist. Das werden wir gleich sehen. Wir lassen den nochmal runterfahren und dann können wir ihn auch nochmal abtanken. Wie voll ist er da? Das muss er schaffen. Wir waren dabei, dieses Feld ein bisschen zu vergrößern. Und das werden wir jetzt noch weitermachen. Weil ein bisschen unseren Hof können wir ja gestalten. Das Feld haben wir ja gekauft. Und ein bisschen vergrößern. Warum nicht? Wir werden es so weit vergrößern, bis der Nachbar uns sagt, hier und nicht weiter. So, zack. Das können wir bis hier nochmal ran. Dann fahren wir gleich wieder zurück. Ah, ich glaube, einmal können wir noch. Da haben wir uns um gut 3-4 Streifen vergrößert. Wo unser Ertrag gleich natürlich wieder ein bisschen hochschießt. So, dann gucken wir gleich nochmal. Hier hinten habe ich gesagt, wir machen vielleicht noch ein, zwei Bahnen, dann, dass das auch ein bisschen sauberen Abschluss gibt. Dass das Feld eher rechteckig bleibt als alles andere. So. Fahren wir vielleicht nochmal auch durch unsere selbst, was wir schon gesät haben. Da gehen wir dann halt nochmal drüber. Ah, sag ich doch, so weit können wir gar nicht mehr. Da sind wir. Am Ende, da können wir nichts mehr machen. Dann werden wir jetzt hier hinten ansetzen. Wir werden so fahren. Senken. Genau so können wir das gut sehen, wie weit wir können. Hier fahren wir halt jetzt nochmal rüber. Da können wir einmal nochmal schräg rüberfahren. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. So. Und wieder hoch. Ja, das sieht doch sehr schön gerade aus. Dafür, dass ich nicht so der Flugkünstler bin. Jetzt müssen wir einmal drehen. Da fangen wir jetzt so an, ne? Müssen senken. Müssen wir rechts und links nochmal einmal kurz ranfahren, dann passt das auch. Und ich glaube, wenn wir das jetzt so nehmen, das reicht dann auch mit der Breite für da hinten. Bisschen weiter raus. Es braucht ja nicht hundertprozentig gerade sein. Aber so, dass der Abschluss da hinten passt mit dem anderen. So. Kurz zurück. Wollen wir das so lassen, Leute? Wollen wir das so lassen? Oder komm. Einmal hoch noch. Wo fahre ich denn hin? Wo fahre ich denn hin? Wir könnten, glaube ich, noch ein, zwei Spuren können wir noch. Hier hinten können wir sowieso eigentlich nichts hinstellen. Dann werden wir das Feld ein bisschen noch vergrößern. So, zurück, Rückwärtsgang. Dann können wir den senken. Ich weiß, dann machen wir das uns halt nochmal kurz kaputt. Ist das aber halt so. Hier müssen wir auch noch drehen können. So, das reicht, würde ich sagen. Zack. Müssen wir ein bisschen rüber. Die Lenkung, ey. Ich muss mich an die Lenkung gewöhnen, Leute. Das ist echt ein bisschen quicky. So, da haben wir hinten wieder ein kleines bisschen. Da sind wir da wieder reingegangen. Aber es ist jetzt nicht ganz so schlimm. So. Ein bisschen weiter rausfahren können wir.
So. Dann bis hier vorne, dann fahren wir wieder kurz zurück. Anheben, dann fahren wir noch mal kurz rückwärts. Dann machen wir noch mal so eine Spur. Und dann haben wir das eigentlich auch. Dann können wir das, den Rest noch hier fertig sehen. Eine Spur müssen wir dann doch noch. Aber wir haben immer noch Platz mit dem Drescher zu drehen, glaube ich. Das reicht. Wir müssen ein kleines Stückchen zurück. Bisschen grün, das ist nicht so schlimm. Jetzt ziehen wir gleich noch mal einen Abschluss. So, dann gucken wir noch mal. Abschluss müssten wir das Ding drehen. Genau, einmal drehen. Senken. So Leute, und das würde ich sagen, das passt. Dann fahren wir jetzt nochmal die Spur hier so lang. Ab hier können wir runter. Aber das kleine Grüne ist nicht so schlimm. Dass wir da hinten auch nochmal einen sauberen Abschluss haben und dann haben wir das Feld schön erweitert. Um ein paar Bahnen. Und dann können wir den Flug auch erstmal wegbringen. Ach, den brauchen wir noch für das Feld, ne? So, Leute. Und rum. Sehr schön. Hoch. Z. Kein Feld mehr erstellen. So, dann bringen wir den mal schon mal weg. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Den können wir dann hierfür gebrauchen, für das Feld. Müssen wir ja auch noch flügen. So, senken. Oh, ganz vergessen, Leute. Wir müssen den abtanken. Losfahren. Ja, Leute, es tut mir leid, dass wir fast vielleicht immer das Gleiche sehen, aber ihr wisst es, es ist ja LS19, es ist ein Simulator. Wir müssen einiges machen. So, du kannst das schnell abtanken. Achso, dich lasse ich los. So, und auf. Auf zum Sehen. So, senken müssen wir noch. Anmachen müssen wir auch. Und dann geht's los mit 18 km/h. Das geht eigentlich relativ schnell jetzt, glaube ich. Der hat auch bessere Traktion, finde ich. Dann gucken wir einfach mal. So. Ein paar Mal müssen wir noch hoch und runter fahren. Und dann die Ecken, die neuen, müssen wir auch nochmal schnell machen. Aber mit denen haben wir gar kein Problem. Ich glaube, der rutscht doch gar nicht so. Das werden wir gleich rausfinden. So. Und hoch das gute Stück. Ja, ein bisschen rutscher. Wir werden jetzt mal kurz, wie ich das früher mal gemacht habe, auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite weiter. Wollen wir mal sehen. Also ein bisschen rutschen tut er. Aber das geht. Der hat ein bisschen bessere Traktion, der hat auch ein bisschen mehr PS. Oh, was haben wir denn? Kleine Anfrage. Bringe 1 Hektar Hafer. Okay, habe ich jetzt gerade nicht so schnell lesen können. Das werden wir auf jeden Fall nochmal sehen, was das war.
So, und... Oh, wir müssen, glaube ich, gleich nochmal tanken fahren, das gute Ding. Anheben. Senken und weiter geht's. Ich muss sagen, mit dem Traktor vorne, mit dem Schlepper geht das eindeutig schneller. Und da verzieht sich auch nicht so. Ja gut, der andere hatte gerade mal 5 PS mehr als das, was wir brauchen. Und auch Pflegebereifung drauf. Die, glaube ich, auch nicht optimal sind, um so eine Maschine zu ziehen. Also eine ihr wisst schon, Saatmaschine. So, müssen wir mal ein bisschen mal rüber. Die Ecke erstmal weg haben, anheben, so, und weiter geht's. Das geht eigentlich jetzt relativ flott. Der Drescher muss, glaube ich, auch schon weiterfahren. Das hat uns fast 1000 gekostet, der Helfer, ne? Naja, haben wir vielleicht 1500, 2000 Gewinn gemacht. Ist nix, ich weiß, Leute. Aber dafür kriegen wir das Feld vielleicht irgendwann ein bisschen günstiger. Zack. Wir müssen... Nein, da fahren wir nicht rüber. Entschuldigung. Wir müssen... die Seemaschine auftanken. Na, da wir ja noch nichts am Hof haben, müssen wir leider noch... Wir haben auch noch gar keinen Frontlader und Gabel. Das brauchen wir auch noch. Und irgendein Trans... irgendein Hänger, wo wir das immer mal raufschmeißen können. So, fahren wir mal kurz in der Ego-Perspektive schnell zum Händler unseres Vertrauens. Das ist ja auch gleich da vorne. Da können wir schnell nochmal alles auftanken. Und glaube ich, dann werden wir damit das Feld eigentlich auch fast komplett fertig schaffen. Ja, unser Drescher, der dreht gerade. Das ist sehr schön. So, was steht denn da? Stehen noch die Big Packs. Müssen nur aufpassen, unsere Seemaschine ist riesig. So, was haben wir denn hier noch? Das ist Saatgut, ne? Ja, Saatgut ist das. Dann kaufen wir uns noch einmal. Kaufen. Ich glaube, das war hier. Big Packs. Mineraldünger. Kaufen. Komm, kaufen wir uns gleich noch ein. Sehr schön, dann kommen wir gleich rückwärts ran. Und einmal aufsaugen, bitte. Aufsaugen, tanken. Zack, sehr schön. N für schließen. Jetzt hat er wieder geöffnet. Dann schließen wir wieder. Jetzt öffnete er den. So, jetzt sind beide geschlossen, sehr schön. Und ab wieder auf unser Feld. Von welcher Seite kamen wir denn gerade? Ich glaube von der. Oder kamen wir von der Seite? Ich glaube schon. So. Von welcher Seite? Leute, das wird eng, das wird eng, das wird eng. Komm mal her, ich lasse noch mal ein bisschen ein Stückchen durch. Das war, glaube ich, ein bisschen eng. Genau von der Seite geht's weiter. Dann fahren wir hier kurz rüber. Das wird ja nichts kaputt machen. So. Genau, der macht nur das an der Seite damit. Also ansonsten, wenn wir es doch kaputt fahren. Seht das nochmal, unser... die ersten Sachen sind schon gut. Das mag ich gar nicht. Wir sind zu lang an dem Feld angegangen, dass da schon die ersten Sachen wieder blühen. Ja, das sehen wir gleich. Das ist nicht so schlimm. Ist zwar doof, aber... naja. So, komm. Zurück. Machen wir das bei dir schnell so jetzt hier. Und runter. Vielleicht kriegen wir noch, in der nächsten Folge würde ich sagen, kriegen wir, glaube ich, das Feld fertig.
Es sind die Folge schon wieder rum, Leute. Also es geht ruckzuck, neues Spiel und es geht die ganze Zeit weiter. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ihr wisst es. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Ein Abo, falls ihr mögt. Kommentare, Feedback, bin ich für alles offen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen bei Let's Play LS19 auf der Map Felsbrunn. Bis dahin, ciao, ciao.